Schläuche vom Vergaser. Der vierte liegt da drin. Ja, das ging ja mal. Gerade eben so. Ja. So. Dann werden wir mal anfangen. Seitendeckel abschrauben. Ganz komische Schrauben. Da unten ist zum Beispiel eine normale. Ziemlich lang. Meines Erachtens nach zu lang. Aber was soll's. Das ist ja mal ganz komisch. So. Ganz komische Schrauben. Alle gleich. Gut. Und dann sollte der Deckel hier runterkommen. Das müsste Lichtmaschine sein. So. So sieht das Ganze aus. Schön sauber. Keinerlei Unauffälligkeiten. Auch der Rotor noch in einem tadellosen Zustand. Jetzt muss ich nur hier aufpassen. Jetzt müssen wir den hier trennen. Kann ich den Stecker drauf lassen. Und da... was wir da allerdings haben für einen Mechanismus, das ist noch fraglich. Ich rede von so, da sind wir da haben. Was das für ein komisches Teil ist. Es ist auf jeden Fall keine Mutter oder sowas. Ist das nur da rumgewickelt oder was? Boah. Was ist das da? Ach nee, das ist so ein Federmechanismus. Aha. Na, dann schauen wir doch mal. Ja, das ist einfach nur so eine Feder, die man hinten betätigen muss. Und dann den Stecker. Wo ist eigentlich meine andere Pinzette? Die vermisse ich schon seit ein paar Minütchen. Den da mal ziehen. Den soll ich mal zur Seite rücken. So, jetzt kann ich das ganze Ding hier abtransportieren. Gut, 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 gut. Das kann ja mal bleiben. Das haben wir runter. Da gibt es dann eine neue Dichtung. Die sieht aber so aus, als ob die als Ganzes runterkommen könnte. Schauen wir gleich mal.
Nicht so schlecht. Sieht gut aus. Habe ich vielleicht etwas mehr Glück als der liebe Zams. Der hat ja ein Gestell mit seinem Honda-Motor, mit dem 1100er. Das ist ja, er ist wirklich nicht zu beneiden momentan. Da ist das hier ja wirklich mal Makulatur bis jetzt. So, absolut beschädigungsfrei runterbekommen. Schön. Schön ist es. Hauen wir den hier runter? Ja, ne? Dann haben wir den auch weg. Das müsste 17 sein. Oder 14. Ja, sicher 14. So. Tschabum. Mir kommt das so vor, als ob da alle Schrauben mehr oder weniger lose sind. So, jetzt brauchen wir da einen Abzieher. Auch zu klein. Ja gut, dann müssen wir den so abziehen. Das ist nicht gut. So. Nicht ganz reinschrauben. Platz lassen. Und dann schauen, dass wir hier rechts und links gut dazukommen. Na. So. Mit dem Zapfen in das Loch der Schraube. Dafür ist sie da. So, und dann sitzt das Ding da hinten richtig gut drauf. Was brauchen wir da? 17? War das 17? Oder was war das? Das war 17. So. Und so wie ich die Maschine kenne, sollte das ja relativ gut gehen, wenn man denn hier gerade bleiben. So. So. Also ihr habt es gehört und gemerkt, da war kaum Kraft im Spiel. Ich kann euch das auch ganz genau zeigen. Das ist die Schraube, die hat überhaupt nichts abbekommen. Und das ist der Rotor, der hat hier auch nichts abbekommen. Naja, vielleicht hier. Aber ob das jetzt von mir ist, ja, das könnte schon von mir sein. Diese kleine Miniaturmacke. Und da ist kein, sagt's mal, kein Keil drauf. Gut. Da hat's einen Stupfen drin. Für was auch immer. Als nächstes baue ich die Kolben aus. Kolbenklipse sind bestellt. Zwei haben wir ja schon. Komme ich, glaube ich, von der Seite besser dazu. Na, komm raus da.
drehen. So, jetzt. Einmal. Ich stehe euch im Bild. Ich weiß. So wie es aussieht, hängt der etwas fest, der Kolben. Ich hoffe halt, dass da nicht, wenn das da nicht mehr ist. Ganz leicht klöppeln. Hand geblasen und Mund geklöppelt. Das ist Nummer 3. So. Gut. Dann brauchen wir die Steuerkette. So. Das ist der 2er. Das ist der 1er. Jetzt machen wir drüben den Deckel auf, Kreuzschlitz. Wie man den Deckel aufmacht, sollte bekannt sein. Zündungsdeckel. Gehe ich mal ganz schwer davon aus. Und dann haben wir hier was Großes. 22, so wie es aussieht. Könnte auch 24 sein. Ne, ist 22. So, Steuerkette festhalten. Und mal vorsichtig drehen. So, Kolben ist ganz oben. Dann können wir den hier Endkolben klipsen. Immer hinterher schauen, wenn euch was runterfällt. Ganz wichtig. Sonst kann es sein, dass ihr das nicht mehr findet. Ja, lässt sich wunderbar durchschieben. So. Das war Nummer 4. Und dann kommt nur noch Nummer 1. So. Schön. Das war Nummer 4. Nummer 1. Entschuldigung. So. Nur damit ihr hier nicht so rumschlappert, ein bisschen schützen. Ja gut, dann können wir mal anfangen. Jetzt wollen wir den Anlasser rausnehmen. Ach, war ja noch reingezoomt. Ich bitte um Entschuldigung. Habe ich nicht bemerkt. Ganz normale Schrauben und dann sollte der hier schon rausgehen. Da ist dann ein Dichtring. Na, dann nehmen wir die Schüssel, die ist größer. So, Anlasser. Und dann hätten wir folgende Verschraubung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15. 15 Schrauben von oben. Also, ich werde hier noch geschwind den Karton vorbereiten. So, hier haben wir den Karton für oben mit den Schrauben. Dann fangen wir von vorne an und lösen die beiden da und da. 12er. Eins, zwei. So, was haben wir denn da? Da haben wir ganz normale Schrauben ohne Scheiben. Sehen entsprechend aus. Nummer eins. Die ist besser. Auch keine Scheibe. Nummer zwei. Dann kommen die beiden Zehner. So, eins, zwei. Und dann geht es weiter mit dieser da, das ist wieder eine 12. Ja, ziemlich verknuspert. Jetzt kommt die andere Seite dran. Die hier. Und dann die hier. Gut. Also. Jetzt ist die Frage, sieht man, was ich da tue, oder sieht man da nicht, was ich da tue? Machen wir das mal so. So könnte es hinhauen. Hier ist mein Karton. Jetzt nehme ich einfach die Schraube raus, da rein. Die mit dem Halter vom Kabel hätte ich gerne gefangen. So. Gut. Hier, dann kommt die hier. Die hier. Die hier. Die hier. Die ist ziemlich verknuspert. So, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, eins, zwei, habe ich ein Loch zu viel. Okay. Habe ich da irgendwo was falsch? Nee. Nö, habe ich nicht. Gut, also, dann hätten wir die hier schon einmal erledigt. Hier mache ich ein Kreuz hin, da ist nichts. Und so sieht das Ganze dann aus, für die oberen Schrauben. Den Deckel runternehmen, den Schalthebel. Kickstarter mache ich auch raus. Zack. Kein Thema. Ratzifatzi. Ja. An dem Deckel sind nur Kreuzschlitz. Ja. Das habe ich mir gedacht, dass das so kommt. Also, den hier. Die Big Mama mal auspacken. Schauen wir mal.
ob da was geht. Jawohl. So, das müssten alle gewesen sein. An der unteren Schraube ist der Kabelhalter mit dran. Den lasse ich mal da dran. Länger, also ist egal. Die Schrauben müssen, wenn man sie reinsetzt, alle gleich lang rausschauen. Kennen wir ja alle. So. Und jetzt sollte rein theoretisch der Deckel hier runterkommen. Aber vorher war da noch Papier. Weil ich gehe davon aus, da wird es gleich raustropfen. So, und dann schauen wir mal, ist da noch irgendwas? Das müsste ja so runtergehen. Rundherum, alle Schrauben sind lose. Das sollte doch funktionieren. Jawohl, kommt ihm schon. Ich hau da natürlich nicht wie ein Berserker drauf rum. Das sollte ja klar sein. So, jetzt aufpassen, da könnten jetzt noch diverse Scheiben und so weiter eventuell rausfallen. Das sieht aber nicht danach aus. So. Und das ist der Deckel. Das sieht eigentlich auch richtig gut aus. So, Kupplungsdeckel. Schön, schön. So, wenn wir die Kupplung rausnehmen. Dass sich da was verbiegt von dem Metallplättchen, da kann man ganz getrost davon ausgehen, nein, weil auch dieses Ding federbelastet ist. Und wenn die Federn so viel Power hätten, dass sich da was verbiegt, jo. Wer dran glauben möchte, ich möchte ja niemandem seinen Glauben abspenstig machen oder wie sagt man, jemanden von seinem Glauben abbringen. Aber wenn dem so wäre, dass ich das Zeug verbiegen würde, so, da haben wir die Druckplatte, das sind die Federn, so, und jetzt kann das ganze Paket hier, oder lassen wir das drin? Ich würde sagen, wir lassen das drin. Das ist nämlich gar nicht so schlecht. Und ziehen das komplett raus. Da hat es hier dann wieder dieses Blech, das man umbiegen muss. So. So,
sonst nirgends. Dann brauchen wir, da brauchen wir einen Spezialschlüssel. Jetzt hoffe ich, aber ich glaube, dass der nicht passen wird. Nein, der passt nicht. Muss ich mir wieder einen bauen oder was? Der dürfte zu klein, ja. Martin, ein bisschen schauen mit Auge. Jo, dann machen wir das doch auf die altbekannte Art und Weise. Das sollte ja nicht so fest sein, das Schräubchen. Ich probiere das jetzt einfach mal. Sage ich ja, dass die nicht so fest ist. Bin ich abgerutscht. Da werde ich mir aber ein Werkzeug bauen zum Anziehen. Ja, einmal bin ich abgerutscht. Entschuldigt bitte. Um Gottes Willen, ich habe jetzt eine Macke. Ich sehe mich nicht. Ich habe eine Macke in die Mutter gehauen. Ja. Gott, ich böser Mensch, ich böser. So, Schraube, Mutter, die Zahnscheibe, die Sicherungsscheibe, Unterlagscheibe. So, das müsste es gewesen sein. Und dann kann man den hier komplett rausziehen. Schwupp, gleich mal hinten schauen. Hinten hat es keine Scheibe, also kann ich das Ding, wenn ich hier ein bisschen Platz mache, da reinlegen. So, das hier oben drauf. Dann schauen wir, hier ist eine Scheibe. Die legen wir hier drauf. Und dann hat es da nichts mehr. Und dann haben wir es eigentlich schon, glaube ich. Müssen wir da das ganze Schaltgedönse ausbauen. Das hängt hier unten. Sieht man, was ich zeige? Ja. Das hängt hier unten, ist hier oben nur drin. Das hängt hier oben. Federn und so weiter haben wir nur da. Jo. Wäre vielleicht nicht so verkehrt, dass wir das Zeug hier ausbauen. Das ist nur gesteckt. Wenn wir da mal anfangen. So. Schraube ohne Scheibe. Das ist die Schaltbetätigung. Gut. Das ist der Leerlaufanschlag. Das ist der Schaltstern. Der hat eine Feder. Festhalten. Schraube rausdrehen. So. Schraube, Betätigungshebel, Feder. So rum einbauen. So. Ja, so rum. Ich zoome da mal ein bisschen rein. Vielleicht hilft mir das auch. Ja, so rum da rein. Das wäre also dieser Apparat. Und dann, das kann jetzt raus, ist bloß gesteckt,
Da ist der Schalthebel hinten in der hinteren Reihe. Einfach mal da hinlegen. So. Und der Rest kann drin bleiben. Weil das ist hier geteilt. Dann haben wir hier eine Gummidichtung. Die nehmen wir mal runter. Da läuft ja der Dingsbums durch. Und dann haben wir die Zündplatte. Habe ich doch dagegen gehauen. Haben wir da irgendwo eine Markierung? Nee, haben wir nicht. Dann werden wir uns da eine Markierung machen. So, das ist die Markierung genau auf dem Ende von dem Ding. Zündung müssen wir danach sowieso einstellen. Also ist es nicht so wild. So. Und dann schauen wir, dass wir das Ding da aufkriegen. Oh, ist zu groß. Okay. Das sollte aber so gehen. Einmal. Die brauchen wir noch. Zweimal. Und dann müsste da unten da bleiben. Nicht umfallen. Da noch. So. Und jetzt muss ich mal schauen, dass ich das Ding hier unterlegt bekomme. Bleib stehen. Wo ist mein Holzbrett? Wo bin ich das hier? Da ist es. So. So. Jetzt noch ein Stück rein. So. Zündplatte lose. Na, komm her. So. Einmal. Unterbrecherkontakte. Kondensatoren. Zündgrundplatte zum Verstellen und Unterbrecher zum Verstellen. Ja, wer sowas noch nie gemacht hat, hui, dann müssen wir die hier ja auch losmachen. Wer sowas noch nie gemacht hat und noch nie eingestellt hat, ja, da kann man verzweifeln. So, das wäre die Zündungsgrundplatte. Das ist der Fliehkraftversteller. Ja. Da hat es dann Feiermarkierungen und so weiter und so weiter und so weiter. Kommen wir vielleicht noch dazu. Wer es genau wissen will, bitte Zams Channel. Der hat es vor kurzem richtig gut erklärt. So, dann haben wir von unten. Dann haben wir von unten. Naja, letztendlich habe ich vorne die Stehbolzen sind alle frei. Jetzt liegt er hier unten auf dem Motorblock auf, oben. Besser geht halt nicht. So. Läuft sie jetzt? Nö, oder? Doch, läuft. Ölwanne. Ups.
Na, was ist? So, alle Schrauben. Nochmal. Jupp. Da. So, Ölwanne. So, kann ausbluten. Gut. Der hier ist auch nur gesteckt. So, mit einer Feder. Da sieht es nicht so schlimm drin aus. So, die Feder. Da ist ein Schlauch drauf. So. Und da ist eine Schraube, die wir brauchen. Wegen dieser einen Schraube. Die ganze Hebebühne versaut. So. Wenn mir jetzt einer sagt, wo meine Zehnernuss hin ist, steckt die da noch irgendwo drauf? Hä? Wo sind die jetzt hin? Das ist die 12er. Ja, bin ich jetzt total bescheuert oder was? Ja, da ist sie. Hängt doch drauf. So, dann, wo waren das jetzt? Das sind alles 12er. Dann werden wir mal die hier aufmachen. Wenn du nicht willst, dann nehmen wir den da. Ist ja keine Lagergasse. Dann die da. Das ist eine. Die haben wir alle lose. Ja, na dann. Da ist nichts mehr drin, da ist nichts mehr drin. Und Ja, gut. Gut, man darf es ja versuchen. Zwei. Drei. Ja. Fünf. Sechs, komisch, so fest waren die vom Gefühl her gar nicht. Naja.
So. Das sind die beiden vorderen. Und dann kommen die hier eindeutig gleich lang. Gleich lang. Gleich lang. Gleich lang. So. Dichtung ist weg. Da hängt nichts mehr im Weg. Alle Schrauben lose. Hier haben wir auch keine Schrauben mehr. Die hier haben wir. Da ist nichts. Da, schätze ich mal. Nein, da nicht. Die Trennstelle geht genau hier dazwischen durch. Das heißt, das kann drauf bleiben. Oder nicht. Weil jetzt ist gerade Primärkette. Diese Welle, die werde ich ziehen müssen. Da ist die Trennstelle. Die geht da durch. Ja. Ich muss vorher die Primärkette ausbauen. Oder warte mal, wie geht jetzt das Gehäuse geht von unten nach oben oder von oben nach unten? Moment. Wie ist das jetzt? Ich muss das jetzt umdrehen. Jetzt haben wir hier eine glatte Fläche. Und das obere Gehäuse abnehmen, oder? Da ich jetzt um 5:30 den Alex holen muss von der Fahrschule, dann werde ich jetzt Feierabend machen und den einfach mal so liegen lassen, mir zu Hause nochmal das Werkstatthandbuch gönnen. Vielleicht erkenne ich was, sehe ich was, vielleicht habe ich auch einen Denkfehler, dass das Gehäuse doch in die andere Richtung geöffnet werden muss. Vielleicht habe ich irgendwo was übersehen, aber ich glaube nicht. Ja, so weit halt nun mal. Ja, mir fällt nichts anderes ein. Ihr Lieben, dann würde ich sagen, bis demnächst bei Nice Eye 36.